Hallo Leute und willkommen zurück. Das ist total toll. Seht ihr diese netten Linien hier? Das passiert, wenn man die Aufnahme startet. Mit der gleichen Taste, mit der hier die komischen Blöcke angesprochen werden. Der Witz ist, ich hatte die Taste zwischendurch schon geändert und irgendwie mag der das wohl nicht. Chunklauder. So. Nochmal. Ha. Funktioniert. 1A. So. Also. Willkommen zurück. Ich habe in der Zwischenzeit ein paar Kleinigkeiten erledigt. Ein bisschen sortiert und so. Hier diese hässliche Kiste leer gemacht. Was ja auch nicht unwichtig ist für dich. Hier. Und habe unsere Steinkisten ein wenig ausgeräumt. Ausgemistet. Sieht gut aus, oder? Und ein bisschen Erde habe ich auch verbraten. Und hier fallen schon wieder die falschen Sachen rein. Ja. Also, das wird jetzt erstmal eine kleine Update-Folge. Ich habe natürlich mit den Steinen was angestellt. Die sind natürlich alle hier drin gelandet. Ganz brav stand ich hier oben und habe die immer abwechselnd verteilt. Wie ihr seht, ich habe hier auch Module. Ich hatte zwischenzeitlich 5 Stück drin in jedem. Läuft ganz flüssig. So, und der hat dann brav für uns gearbeitet, wie man hier sehr schön sehen kann. Obwohl ich sagen muss, also aus fast 2 Doppelkisten Steinen, 63 Jojometer, ach du Scheiße. So, zum Beleg, wie lange das gedauert hat, wir sind jetzt hier fast bei 8 Millionen. Also hier 1,5 bleiben noch übrig, das ist schon echt heftig. So, was möchte ich machen? Also als allererstes würde ich gerne oberirdisch diese beiden verbinden. Obwohl es eigentlich noch Schmarrn ist. Im Moment brauchen wir es eigentlich noch nicht, weil dafür ist einfach noch nicht genug Scrap da. Das ist ja, der verbraucht es ja schneller, als hier nachkommt. Ich glaube, da brauchen wir so 4 oder 5 von den Recyclern. Naja. Also lassen wir es erstmal noch. Kann hier schön sich füllen. Im Notfall bauen wir uns ein Lapo und saugen einfach mal eine Million raus. Oder so. So. Des Weiteren. Läuft die Ölquelle diesmal? Nee. Na komm. Na los. Ja, sieht so aus. Ist ja leider voll, kann man es ein bisschen schwer nachvollziehen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Damals hatte mich jemand angeschrieben wegen Höhlenerkundung und bla. Ich habe was rausgefunden. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich den Query anhalte oder nicht. Ja, jetzt, toll, jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, worum es geht. Und zwar ist unser sprechen will auch gelernt sein, definitiv. Unter unserem Query ist doch Tatsache ein Loch aufgetaucht. Moment, wir tauchen da mal rein. Blop. So, seht ihr das da? Das sind Holzbalken. Und wovon sind die? Na, was denkt ihr? Tja, genau davon. Ein Minenschacht. So, jetzt ist nur die Frage, lasse ich in den Minenschacht ab? Ach komm, ich war noch nicht da. Wir tauchen da mal kurz hin. Ich habe zwar noch ein paar andere Sachen vor, aber ich hoffe, ich überlebe das überhaupt. Aber das scheint es auf jeden Fall reinzugehen. Oh, hier liegt doch so viel Kohle, ist schön. Wow, wow, wow. Das, ui, knapp. Habe ich überhaupt jetzt irgendwas bei? Ja, Fackeln sind da. Sehr schön. So, dann machen wir mal kurz hier Licht an. Hui. Tauchen, hier ist nichts. Da geht's weiter, da geht's nicht weiter. Okay, so. Uah. Cool. Aber, Ach so, Oh, es regnet. Das wäre natürlich sinnvoll. Ich habe nämlich da noch eine Kleinigkeit ausprobiert gehabt. So, das ist okay. Und den Magnet Mode machen wir auch wieder aus. So, was haben wir denn hier Schönes? Na toll. Oh, ich höre schon Spinnen. Ich höre schon Spinnen. Das fängt ja gut an. Ich hasse Viecher. Ich würde nur gerne wissen, von wo die kommen. Hier? Sag was. Spinni, Spinni. Hallo? Okay. Ja, es kommt wohl von links. Oder von oben.
oben wäre recht unwahrscheinlich. Guck, wir gucken hier einfach mal durch die Wand durch. Kann ja nichts schaden. Klack. So. Ja, hier waren wir aber gerade schon. Und irgendwann wird uns hier auf jeden Fall Wasser auf den Kopf fallen. Damit wird die Action hier natürlich noch witziger. Ich glaube, wir bleiben hier einfach mal kurz. So aus Spaß. Wow, 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 wow. Oh, wow, 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 wow. Hilfe, 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 Hilfe. Geht alle weg, geht alle weg. Ich hasse euch. Oh Gott. Wehe, du spawnst weiter. Spinn. Wehe. Oh, shocking, ey. Ich hab nicht mal was... So, jetzt vernichten wir den erstmal hier. Da sind bestimmt noch mehr dahinter. Irgendwo sind auf jeden Fall noch Spinnen. Die werden sich hier irgendwo hinter einer Ecke verkrochen haben. Oh, jetzt hier schon wieder so eine... Oh, hier tropft Lava von der Decke. Okay. Und da ist mein Feind. Und er hat mich schon erspäht. Shit. Shit, 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 shit. Nee, nee, nee. Muss jetzt nicht sein. Echt nicht. Ah, du hängst in dem Netz fest. Schön. Das, hast du sehr brav gemacht. Wir müssen hier irgendwie... Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das jetzt so ausleuchte, dass ich mir merken kann, wo es lang ging. Wow. Wow. Ja gut, aber groß abbauen brauchen wir hier nicht. Das macht alles der Quarry. Ich wollte euch eigentlich nur die Höhle zeigen. Und das war ja auch irgendwie ein Vorschlag. Und dafür ist die natürlich jetzt hier quasi prädestiniert. Oh, nee, 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 nee. Ich will nicht das ganze Wasser auf dem Kopf haben. Und das ist noch einer. Verdammt, ey. Weil... Ach du, drei Stück von eurer Sorte? Ihr habt hier wohl einen Vollschuss, oder? Nee, nee, nee. Nicht explodieren. Da hinten bitte auch nichts. Gut. Weil, hier ist ja danach alles weg und hier brauche ich gar keine Erze abbauen. Das ist sehr vorteilhaft. Alles drei kopfüber Creeper? Meine Güte, habt ihr Langeweile? Habt ihr eine Party gefeiert? Habe ich euch hier irgendwie gestört oder so? Wow, der wollte noch... Zum Glück war das nur ein Schneecreeper. Oh Gott, ey. Das sollte doch nur ein ganz gemütlicher kurzer Ausflug hier rein werden. Ja, ja. Ich und gemütlich, schon klar. Boah. Meine Güte, Leute, was ist denn mit euch los, bitte? Nee, nee. Ah, ist egal. War nur Schnee. Okay, also, Oh. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Ja, ich finde es total toll hier. Hm? Ich bin gerne in irgendwelchen Dungeons und so. Gut. Zum Glück noch Brot dabei. Brote haben wir dabei. Sehr schön. Dann einmal Njam Njam. Dafür sieht es auch mit den Schwertern nicht mehr so prall aus. Oh oh. Habe ich da noch eins übrig? Ja. Gleich hier rein. Nee, die Chestplate brauche ich nicht. Okay. Ja, mit den Creepern, das ist ja nicht so witzig. Aber da könnte man sich ja selbst Abhilfe schaffen, indem man sich einfach die Ecken selber freiräumt. Wir werden jetzt hier einfach mal Steinchen hinpacken. Dass es so ein bisschen abgeriegelt ist hier, dass wir hier außen lang laufen können. Schneebälle! Hui. Ja, ist natürlich echt ein Vorteil, dass ich jetzt hier quasi nichts abbaue. Also ich weiß, jetzt hier außerhalb muss ich wahrscheinlich schon was abbauen. Aber das können wir uns ja auch im Anschluss nochmal angucken, wenn der hier durch ist, der Quarry. Hui, hier geht's runter. Hier wird's düster. Und da vorne ist noch einer meiner Lieblingsgegner. Ein Erdcreeper. Ah ne, das war ein Feuercreeper, glaube ich. Chuck, chuck. Ne, ne, ne. Chuck, chuck, chuck. So. Geh sterben, genau. Sehr gut. Ja, so, hier befinden wir uns also definitiv außerhalb der Quarry-Reichweite. Was auch wiederum seine Vorteile hat, weil hier fällt uns kein Wasser auf den Kopf. Auf der anderen Seite könnte es natürlich sein, dass uns der Ausgang versperrt bleibt. So, weg, weg, stirb, genau. Oh. Oh.
Wo geht's denn hier? Ah ne, da ging's nirgends hin. Das sah nur so aus. Gut. Ja, hier. Ich baue aber erstmal nicht großartig was ab. Wo so ein paar Zäune wären schon ganz schick. So, das heißt, wir versuchen uns jetzt mal außerhalb der Query-Reichweite zu halten. Und ich höre schon wieder Spinnen. Ich hasse Viecher. Spinnen sind doch dumm. Okay. Axt, Axt, Axt. Hat ja auch alles sein Gutes. Haben wir mehr Holz? Das brauche ich ja ganz dringend, das Holz und so. Gott. Geht ja auch nicht in alle Richtungen hier. Oh mein Gott. Also, für den Fall, dass ich sterbe, ich hab's euch ja gesagt. Boah, ihr wollt mich doch echt verarschen. Ne! Da ist so ein Creeper. Chuck, so. Machen wir mal hier Licht. Hier auch. So, hier dürfte es ja dann nicht wirklich. Genau, so. Machen wir hier noch Licht. Und hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir hier rauskommen sollen. Aber im Notfall, der Query macht einen sehr großen Ausgang hier. Einen sehr großen Ausgang. Gott. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Doppeletagen auch total toll finde? So, hier ist schon mal nichts. Da ist eine Kiste. Ich habe eine Kiste gesehen. Okay, jetzt ist nur die Frage, was ich jetzt einfach mal hier dicht mache. So, halbwegs. So, 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 so. Ah, das ist schön, das ist auch außerhalb der Query-Reichweite. So, dann haben wir erstmal Licht hier und gucken mal in die Kiste. Eisen und Lapis, cool. So, die Kiste nehmen wir natürlich auch mit. Wenn schon, denn schon, ne? So, schön die Höhle kaputt machen. Yeah. Oh, Gold. Na komm. Komm hier. Genau. Und Eisen. Ja, jetzt fange ich schon wieder an abzubauen. Es ist nur der Rohstoffmangel schuld. Und die steigenden Rohstoffpreise. Also ich glaube, die Viecher sind da oben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir da am sinnvollsten hinkommen, ohne zu krepieren. Oder die sind hier... Hä? Oh. Hinter der Ecke. Nee. Sind sie auch nicht? Hier ist alles schicki. Aber hier scheint es oben drüber auch weiterzugehen, sonst wäre da kein Holz. Meine Güte. Ja, komm. Alles mitnehmen hier. Toll. Eigentlich wollte ich eine Rubber Farm bauen. Hätte ich es mal gemacht. Aber ihr habt ja Spaß dran, wenn ich kopiere. Habe ich so das Gefühl. Okay. Okay. Ja. Ich will das Eisen hier noch haben. Ich will nicht völlig hier für den Arsch hergekommen sein. Wegen 5 Eisenbarren in der Truhe. Komm, Kohle lass mal liegen. Die kann unser Query dann holen im Notfall. Kommt mir jetzt hier gleich was entgegengesprungen. Ich kann das ja einfach mal so machen. Oh! Wasser! Und unsere ganzen Fackeln werden abgespült. Schön! Ein Traum! Und die Gleise auch. Oh, wie ich es hasse, wie ich es hasse! Lass mich durch, so. Das kommt jetzt aber noch nicht vom Query, oder? Der ist noch nicht so tief gekommen, dass wir jetzt hier langsam Flutprobleme kriegen, hoffe ich doch mal. So. Schwimm! Schneller! Ich muss... Schneller schwimmen. Ah. Boah. Blub. So. Wie auch immer ich es abgeriegelt gekriegt habe, ich habe es hingekriegt. So. Und jetzt mutig, wie wir sind. Hoch. Nix. Okay. Und jetzt kommen hier bestimmt an jeder zweiten Ecke eine Abzweigung in irgendein anderes Ding. Ja, war klar. Hier ist schon mal nix, dann baue ich hier mal das Holz ab. Ich brauche ein bisschen Übersicht hier. Ich sehe ja nix. Durch gefährliche Minen wagte er sich.
Kein Forscher der Welt hat sich jemals in so tiefe Höhlen gewagt. Aber der Mut, der ihm mitgegeben... Okay, reicht. Ich hab Schiss. Darum versuche ich auch gerade Eisen mit einem Schwert abzubauen. So. Okay. Mein Schwert wird ja im Notfall getauscht, oder? So. Viechkrabbelzeug irgendwie? Nicht? Okay. Gut. Also hier ist schon mal nix. Dann, ich überlege gerade, ob wir Gleise mitnehmen. Vielleicht installiere ich ja noch Railcraft. War ich schon die ganze Zeit am überlegen. Naja. Ich weiß gar nicht, ob mein Quarry jetzt eigentlich die Gleise theoretisch abbauen könnte. So, wir gucken jetzt einfach mal hier durch, frech wie wir sind. Hier ist nix. Und hier ist nix. Oder? Aber es hat mich direkt zu Eisen geführt. So, und wieder hoch. Und, rum und... So. Gut. Okay, also hier sind zwei Gucklöcher. Wenn die jetzt irgendwo dazwischen sind, ja Pech. Oh. Ich sehe da aber was mir gar nicht... Ach, das ist Lava, okay. Ja, solange es nur Lava ist, ein Lava-Creeper wäre schlimmer. Ich hoffe, ihr Spinnen ersauft alle, wenn der Quarry hier durch... Boah. Ja, toll. Und was mache ich direkt? Mist bauen. Das kommt. So. Also irgendwo sind die Viecher, aber anscheinend nicht hier. Oh. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es einfach nur ein gefluteter Durchgang ist. So. So. Okay, haben wir hier ein bisschen Sand, ja. Sehr schön. Nehmen wir uns doch glatt mal. Das hier ist auch ganz wichtig. Die muss ich alle abbauen, weil da ist Seide drin. Und davon haben wir noch gar nichts eigentlich. Also wir hatten... Da haben wir echt einen Mangel. Wirklich, also... Es produziert auch nicht gerade unser Flachszeug in Massen oder so. Nee. Ich weiß, ich mache hier gerade Licht aus, aber... Ich hab's ja so mit Lava. Fließt du jetzt ab? Nee, natürlich nicht. Ich warte ja nur darauf, dass mich von oben irgendwas schubst. So. Ja, achso, tropft hier raus, okay. So. Und so. Licht aus. Gut, also hier geht's anscheinend nicht weiter. Sieht zumindest nicht so aus. Aber hier ist Eisen. Eisen nehmen wir mit. Auf Diamanthöhe sind wir noch nicht, brauche ich gar nicht weiter gucken. Oh. Oh. Yes, sir. Okay, das will ich ja natürlich erstmal nicht. Da muss ich jetzt nicht zwingend durch. Plupp. So. Ja, dann machen wir uns mal hier einen Übergang. Dann muss ich nicht wieder durchs Wasser. Gut. Also irgendwo hier sind Spinnen. Das ist definitiv und hundertprozentig klar. Die Frage ist nur, wo? Aber wir haben ja schon zwei Truhen gefunden. Ich meine, das ist ja auch schon mal eine ganze Menge. Ne? Also ich finde, zwei sind eine Menge. Okay, hier oben sind die Spinnen auch nicht. Ach ja. So. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Nachdem ich jetzt hier so ein bisschen Loot eingesammelt habe und ich hoffe gleich einen Weg nach Hause finden. Also wir müssen uns ja nur Richtung Quarry kämpfen. Wo bist du? Ich habe dich genau gehört. Fackel? Hallo? Fackel? Okay. Licht? An? Licht? An? Hier war nix? Okay. Sehr schön. Panik? Angst? Falsche Richtung? Warum habe ich eigentlich mich nicht an meine Regeln gehalten? Nur weil ich hier so ein bisschen Panik schiebe?
mache ich hier gleich die übelsten Anfängerfehler und gucke nicht, wo ich herkomme. Noch eine Kiste. Ja, Melonenkerne. Das ist doch cool. Das finde ich super. Die Eisenspitzhacke nehmen wir auch mit. Aber vielleicht verzaubern oder so. Oder wieder. Ach nee, die können wir, glaube ich, wieder zu. Ahaha, Eisen machen. Einmal. Aber ich glaube, es ist ein. Du bist ja langweilig. Du bist ja ein normaler Creeper. Du alter. Oh. Oh, 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 oh. Komm her. Na, komm her. Du Noob. So. Mal kurz hier. Klack. Wollen wir hier auch nochmal gucken? Ach komm. Wenn wir jetzt schon hier sind, hier und unser Leben aufs Spiel setzen. Natürlich geht's in beide Richtungen. Natürlich geht's in beide Richtungen. Natürlich. Aber hier waren wir schon mal. Nein. Pfui. Aus. Habe ich jetzt hier eigentlich meine Glücksspitze? Oh. Meine Güte, das ist, was schmeiß ich jetzt weg? Schmeißen wir erstmal kurz das weg, machen hier draus, Schnee. Klack, 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 klack. So, so, so. Ein Schneeball haben wir noch übrig. So. Ich weiß, jetzt benutze ich eine Eisenspitzhacke. Ist total dämlich, ist mir aber egal. Shit, ich hätte noch weiter zurückgehen müssen. So eine Kacke. Hast du gerade Kich gemacht hier hinter der Tür, oder? Och. So. Wir waren... Von da aus kamen wir, glaube ich. Also da waren, glaube ich, schon Sachen von uns gesetzt. Schade, dass das noch nicht unterm Query ist. Ja, na klar. Nee. Pfui. Aus. Ah, nicht blitzen. Boah, raus hier. Ja, okay. So entzündet man übrigens eine Höhle, habe ich gehört. Okay. Also, bevor wir hier jämmerlichst krepieren, was ich nämlich jetzt schon kommen sehe. Ah ja, hier ist der Query wohl schon durch. So, und ich lasse es jetzt einfach mal abfackeln, weil weit brennen kann es ja nicht. Würde ich sagen... Wenn ihr wollt, dass wir die weiter erforschen, also die Reste, die jetzt noch übrig bleiben, dann schreibt es in die Kommentare. Ich guck mir das denn an. Und wenn jetzt ganz viele sagen, ja, sie wollen es weitersehen, okay, machen wir. Wie ihr gerade gesehen habt, also ich muss da auch nicht großes Rohstoff abbauen, weil ein Großteil übernimmt eh der Query für mich. Der Query, die Query, das Query, was auch immer. Dieses komische Ding, was hier die ganze Zeit in den Boden gräbt. Übrigens, ja, ich weiß, ich habe einen Rucksack. Ich hätte theoretisch die Sachen im Rucksack packen müssen. Entschuldigt, ich war panisch. Genau, jetzt kommen wir auf den Rucksack zurück. Lalalalalala. Wir haben Melonenkerne, das finde ich cool. Wir können Melonen anbauen. Und Kürbisse. Kürbissesse. So, warum ich das jetzt hier mache, weil die Folge noch nicht ganz vorbei ist. Ich habe mich auf 25 Minuten so etwa und ich dachte mir, ein bisschen weißes Holz können wir immer gebrauchen. Ist ja nicht unwichtig. Und davon haben wir momentan keins mehr, also bastel ich mir das hier einfach mal dreist ab, so wie ich halt bin, ne? Und Waldpflanzen müssen wir sowieso wieder und ich habe mal geguckt. Ich hoffe, dass Forestry in der nächsten Version, also in der für 1.3.2 kompatiblen, auch verschiedene Baumarten anbaut. Weil, das fände ich schon cool. Mir geht's ja quasi nicht nur um das Holz an sich, also dass ich Holz habe, sondern auch als Baumaterial finde ich das ja total witzig. Und gerade die Birken sind schon schick. Da könnte man tatsächlich auch wirklich was draus machen. So, wenn wir gleich noch ein paar Setzlinge einsacken hier. Nachhaltiger Baumabbau. Ich will ja nicht, dass nachher heißt, du rottest hier die Birken auf deiner Insel aus. Mimimi. Naja, ihr wisst schon. Das versuche ich natürlich zu vermeiden. So, wie steht denn eigentlich die Sonne? Hoch am Himmel. Immer noch. Oh, oh. Wollen wir hier gleich noch den Rubber Tree umhauen? Ja, komm. Den nehmen wir auch mit. Ist ja nicht so wild. So, tschak, tschak, tschak. Weg. Tschüss. Eigentlich könnte ich da auch noch... Ach, Setzlinge habe ich genug. Ich habe genug Setzlinge. So. Und eine Birke. Du Birke. Danke. Und noch eine. Und auf dem Rückweg sammeln wir dann nochmal Saplings ein. Ja. So. Ja, ich brauchte mal eine kleine Auszeit von dem AKW. Wie gesagt, eigentlich dachte ich,
ich baue heute noch eine Farm oder so. Das war so ein bisschen mein erstes Ziel. Aber als ich dann beim Kontrollieren der ganzen Sachen hier gesehen habe, was ist denn da Schönes, dachte ich mir, da habt ihr bestimmt Spaß dran. Nach einer Mine wurde ja ganz zu Anfang ganz häufig gefragt. Auch wenn ich glaube, dass Nami gar nicht mehr guckt. Ich glaube, da sie keine Kommentare mehr, oder eher keine Kommentare, keine Ahnung, sie keine Kommentare mehr schreibt, gehe ich stark davon aus, dass sie nicht mehr guckt. Dann kann ich ja jetzt auch die Kühe komplett wegschlachten. So. Okay, dann fliegen wir mal. Das mit dem Schlot ist eigentlich wirklich keine schlechte Idee. Ich könnte danach daneben so einen Kühlturm bauen, damit es so ein bisschen nach einem Atomkraftwerk aussieht. So, ich weiß, dass hier jemand drin ist. Ich weiß es. Ihr wart bis jetzt immer hier drin. Wo seid ihr? Na? Nix? Wie langweilig. Nein, um Gottes Willen, ich bin froh. So, dann machen wir das mal zu den Brettern und das andere schmeißen wir hier rein. So. Klack, klack, klack. Rubberwood können gleich hier in... Nicht in den Kompressor. Ja, in den Extractor. So. Ach so. Noch ein Grund, warum wir natürlich da jetzt noch ein bisschen mehr Strom drin haben, ist logischerweise hier... Und so. Die sind jetzt mit angeknuddelt und die geben auch ordentlich Feuer, also... Das lohnt schon. Ja, wie gesagt, für die nächste Folge gibt es dann wieder etwas mehr Technik. Schreibt runter, wenn ihr noch mehr von der Mine sehen wollt. Ich mache das dann vielleicht nicht sofort, sondern immer so in Stückchen, damit es nicht ganz so lahm wird. Und wir haben ja jetzt da quasi einen Rieseneingang hin. Wir müssen also auch nicht ewig immer raussuchen. Ja, ansonsten war es das für heute. War ja eine relativ einseitig belastete Folge. Egal. Ich wünsche euch viel Spaß. Schönen Tag noch. Schönen Sonntag. Ich werde ihn genießen. Hoffe ich zumindest. Heute ist ja noch Samstag. Also, ich hoffe, dass schönes Wetter wird. Ja. Dann bis später.